13 Meter Länge, 4 Meter Höhe und 505 PS. Das ist der neue Teambus der Walter Tigers Tübingen. Im Rahmen des letzten öffentlichen Vorbereitungsspiels wurde das exklusive Gefährt Presse und Fans vorgestellt. Der neue Bus gefällt. Von außen ist natürlich ein Wahnsinn, gell? Das ist auffällig ohne Ende, Tigers Bus. Und innen drin ist halt sehr bequem, weite Abstände, Küche drin, alles was das Herz begehrt. Neben den Tigers aus Tübingen kommen bisher nur Alba Berlin, der FC Bayern München, Schalke 04 und die TSG Hoffenheim in den Genuss eines solchen Luxusliners. Möglich gemacht hat dies der neue Seniorpartner Southern Cross aus Waldorf-Hesslach. Wie können wir die Tigers unterstützen, erfolgreicher zu sein? Aufstrebender Verein in seiner Größe. Wie können wir den Spielern mehr Komfort bieten, dass sie auch zu den Auswärtsspielen vor allen Dingen entspannter anreisen können und strategische Dinge auch besprechen können. Und das andere natürlich, wollten wir als Southern Cross eine größere Rolle im Sponsoring bei den Tigers eingehen und haben uns überlegt, wie man das werbewirksam gestalten kann. Und nachdem es die Lücke dieses Teambusses noch gab, war das unsere Idee, den Tigers einen formidablen Teambus zur Verfügung zu stellen, der auch uns als Southern Cross hier in der Region bekannter macht. Der neue Teambus wurde speziell für die Ansprüche der Walter Tigers ausgestattet. So gibt es extra viel Beinfreiheit, im hinteren Bereich einen Besprechungsraum für das Trainerteam mit Tisch, der auch als Massagebank genutzt werden kann. Eine voll ausgestattete Küche ist ebenso mit an Bord wie WLAN und Satelliten-TV. Und wie fährt sich das neue Prunkstück der Tigers? Total cool. Also sehr angenehm. Es ist ein Cruisen auf der Autobahn. Es ist das High-End-Modell eines Reisebusses. Mit 500 PS unterm Popo lässt sich es leicht fahren.